Beschlossen. Ich öffne die Aussprache und erteile Karin Ley für die Fraktion Die Linke das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die meisten Menschen, die ihr mühsam erspartes Geld zur Bank bringen, wollen ihr Geld sicher anlegen. Mit den Lehman-Zertifikaten, um ein Beispiel zu nennen, wurden Risiken jedoch verschwiegen und das Geld von Kleinanlegern in windigen Geschäften verwettet. Die Pleite der Lehman-Bank ist nun anderthalb Jahre her. Seitdem hat die Bundesregierung keine wesentlichen Schritte unternommen, um Verbraucherinnen und Verbraucher auf den Finanzmärkten besser zu schützen. Ja, da gibt es die Protokolle von Beratungsgesprächen zum Beispiel. Dies dient aber, das hat ja eine Studie der Verbraucherzentrale NRW erst in der vergangenen Woche bewiesen, dient eher dem Schutz der Unternehmen als dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und Ministerin Aigner setzt hier auf Produktinformationsblätter. Wir als Linke sagen ganz eindeutig, mit diesem Beipackzettel alleine ist es nicht getan. Und schon gar nicht, meine Damen und Herren, wenn dieser Beipackzettel nicht einheitlich ist und wenn er unverbindlich ist. Ich finde, untaugliche Finanzprodukte gehören überhaupt nicht auf den Markt. Und deshalb fordern wir als Linke auch einen europäischen Finanz-TÜV. Der ist längst überfällig, damit hochriskante Produkte gar nicht erst zugelassen werden. Für die Produkte, die dann auf dem Markt sind, wollen wir eine klare Kennzeichnung haben. Meine Damen und Herren, Verbraucherschutz greift aber auch zu kurz, wenn er alleine bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern die Verantwortung ablädt. Denn die Realität und die Schnelllebigkeit auf den Finanzmärkten sieht völlig anders aus. Verbraucherinnen und Verbraucher sind häufig überfordert und einer Undurchsichtigkeit von Produkten ausgeliefert. Deswegen sagen wir als Linke auch ganz klar, die Finanzmärkte müssen reguliert werden, auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb wollen wir den Verbraucherschutz institutionell und organisatorisch stärken. Wir brauchen endlich auch in Deutschland eine Verbraucherbehörde. Es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland eine Finanzaufsicht haben, die im Wesentlichen die Finanzaufsicht im Blick hat, aber nur zu einem geringen Teil die Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deswegen muss Verbraucherschutz, und Sie wissen, dass das seit langem gefordert wird, auch endlich Aufgabe der Finanzaufsicht werden. Meine Damen und Herren, der Antrag der Linken fordert einiges mehr. Wir wollen die Stärkung der demokratischen Vertretung der Verbraucherinteressen. Wir wollen die Verbraucherzentralen in ihrer Marktwächterfunktion unterstützen. Sie sollen beispielsweise ein Recht auf Sammelklage erhalten und auch einen Verbraucherbeirat einrichten können. Ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist natürlich auch aus unserer Sicht, dass Verbraucherinnen und Verbraucher eine unabhängige Beratung brauchen. Aber solange die Finanzberater für den Verkauf von Wertpapieren Provisionen erhalten, kann von einer wirklich unabhängigen Beratung keine Rede sein. Der Schaden, den Verbraucherinnen und Verbraucher durch schlechte Anlageberatung entsteht, beziffert das BMF auf 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Und deswegen wollen wir die Provisionsberatung überwinden und stattdessen eine Honorarberatung einführen und die unabhängige Beratung durch die Verbraucherzentralen stärken. Meine Damen und Herren, Die Linke hat die Debatte zur Verbesserung des Anlegerschutzes heute eröffnet. Wir haben die Initiative ergriffen, um die Ersparnisse der Menschen vor wilden Spekulationen zu schützen. Ich habe die Pläne von Verbraucherministerin Aigner als viel zu zaghaft kritisiert, aber es ist immerhin ein Versuch. Womit sich Herr Schäuble allerdings die Federführung bei diesem Thema verdient hat, das ist mir zumindest schleierhaft. Denn bislang hat er sich durch keinerlei Aktivitäten bei der Verbesserung des finanziellen Verbraucherschutzes hervorgetan. Kaum war unser Antrag jedoch vorgestern auf dem Tisch, hat auch er einen Gesetzentwurf zum besseren Anlegerschutz angekündigt. Sie sehen also, Die Linke wirkt, meine Damen und Herren. Kolleginnen und Kollegen, es wird Zeit, dass wir den Verbraucherschutz endlich ernst nehmen. Wir bitten daher auch um Überweisung in den Verbraucherausschuss. Vielen Dank.
Frau Kollegin Ley, dies war Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Herzliche Gratulation und alle guten Wünsche. Stimmt nicht? Es ist mir extra aufgeschrieben worden. Also, dann haben Sie die Freude, eine zweite Gratulation erlebt zu haben. Das Wort hat nun Klaus-Peter Flossbach, CDU-CSU-Fraktion.